aus Köln. Hier ist die Petra von Stempel dich bunt. Und du siehst es schon, heute sieht es ein bisschen anders aus in meinem Video, denn ich habe mir extra eine neue Unterlage besorgt, damit ich dir hier auch mit dem einheitlichen Hintergrund das Projekt zeigen kann. Heute habe ich ein riesen Mega-Projekt mitgebracht. Das passt kaum ins Bild. Ich drehe es mal so ein bisschen. Das ist mit dem tollen Designerpapier Winterfreuden gemacht. Hier hinten ist diese karierte oder auf dem Rücken ist die karierte Seite und hinten ist die Seite, die erinnert mich immer so ein bisschen an Silvester. Das Ganze ist ein ziemlich dickes Buch, wie man sieht, und jetzt hast du es bestimmt schon gesehen, als ich es kurz umgedreht habe. Ich mache es mal auf, das ist hier mit so einem Riegel verschlossen und wenn man es aufklappt, tada, hat man ein Adventskalenderbuch. Ja. Ein riesen Projekt, muss ich ehrlich sagen. Es hat sehr, sehr lange in der Entwicklung gedauert und deswegen wird es auch ein Tutorial, ich habe es ja Tutorial Light genannt in der Beschreibung auf YouTube. Das wird also diesmal ein kleines bisschen anders sein als die Anleitung, die ich bisher gemacht habe. Und zwar wird es zu diesem Projekt eine Kaufanleitung geben. Da bekommst du eine PDF-Datei, wo nochmal die Herstellung dieses Adventskalenders detailliert beschrieben ist, Schritt für Schritt mit allen Maßen und mit Fotos und so weiter. Und das Video, du siehst, das ist ja jetzt auch kein kurzes Video, ich werde in diesem Video einen Adventskalender basteln. Ich werde dir auch die einzelnen Arbeitsschritte genau erklären. Wie immer werde ich sagen, worauf du achten musst, wie ich das mache. Das Einzige, was in diesem Video nicht enthalten sein wird, das sind die Maße. Das heißt, du kannst jetzt diesen Adventskalender nur mit dem Video nicht 1:1 nachbasteln. Du hast dann eben entweder die Möglichkeit, dir die Anleitung zu kaufen oder eben ja, dir das selber auszurechnen, welche Größe die einzelnen Schachteln haben sollen. Da bitte ich wirklich um Verständnis. Ich hoffe auch, dass ihr mir das nicht übel nehmt, dass ich das jetzt so mache, aber die Entwicklungszeit für diesen Adventskalender ist wirklich lang. Das hat also mehrere Tage gedauert, mir das auszurechnen und dann anzupassen, dass die Maße eben auch stimmen und die einzelnen Schachteln, die hier drin sind, die haben also insgesamt 9 verschiedene Formate, die ich dafür berechnet habe. Und ja, das ist also eine Größenordnung, die kann ich einfach nicht mehr ganz kostenlos anbieten. Auch am Ende, um da irgendwo meine Nutzungsrechte dann zu schützen, möchte ich das einfach nicht komplett kostenlos ins Internet stellen, ja, weil ich einfach auch nicht möchte, dass sich jemand dann die Anleitung so nimmt und dann damit selber einen Workshop veranstaltet oder so, bin ich ganz ehrlich. Und deswegen habe ich mich diesmal zu der Vorgehensweise entschieden. Wenn du die Anleitung für den Adventskalender haben möchtest, schreib mir gerne eine E-Mail. Und ansonsten, wie gesagt, ich zeige dir jeden Arbeitsschritt im Video. Dann hast du halt ansonsten nur die Arbeit, dir das eben selber auszurechnen und die Schachteln auszumessen. Das ist jetzt aber ja auch kein Hexenwerk. Es dauert einfach nur ein bisschen länger. So, fangen wir auch gleich an. Los geht es mit Graupappe. Die habe ich jetzt schon mal zurechtgeschnitten. Du brauchst 3 Stücke Graupappe. Eins für das Vorderteil, eins für den Rücken und eins für das Rückteil, für das Hinterteil. Und dann brauchst du, um das miteinander zu verbinden, Buchbinderleinen. Ich habe hier so selbstklebenden Buchbinderleinen. Da brauchst du 3 Stücke. 2 der Stücke sind ein bisschen länger, eins ist ein bisschen kürzer. Und zwar sind 2 dieser Stücke die längeren. Damit wird das erste Verbindungsteil gemacht und die kürzeren, die dienen dann hinterher dazu, um das auf der Innenseite nochmal zu verblenden. Und damit fangen wir jetzt auch an. Da habe ich mir jetzt von dem ersten die Schutzfolie abgezogen und jetzt richte ich das hier auf meiner Unterlage. Da habe ich ja die Skalierung. Da kann ich das jetzt prima ausrichten, sodass es dann auch tatsächlich gerade liegt. Und jetzt nehme ich mir das eine Teil, das Vorderteil oder das Rückenteil, das spielt keine Rolle, und lege das auf das Buchbinderleinen auf, und zwar so, dass es natürlich auch gerade liegt und dass es bis knapp zur Hälfte des Buchbinderleinens reicht. Und da gucke ich jetzt also wirklich lieber einmal mehr als einmal zu wenig, ob ich überall gerade bin, ob ich hinterher in der Mitte auskomme. Und wenn ich das Gefühl habe, das stimmt alles soweit,
Dann lasse ich es einmal runterploppen, drücke es hier fest. Jetzt ist der eine Teil festgeklebt und jetzt geht es weiter mit dem Rückenteil. Das setze ich jetzt genauso an. Dabei lasse ich aber einen Abstand zwischen diesen beiden Teilen. Und zwar soll der Abstand ungefähr das anderthalbfache der Dicke betragen. Die Dicke meiner Graupappe sind hier 2 mm. Das heißt, der Abstand soll ungefähr 3 mm betragen. Und das gucke ich jetzt so ein bisschen mit dem Augenmaß. Das messe ich jetzt nicht ab. Und wenn ich dann auch eben gerade liege, setze ich den Rücken an, drücke den auch noch einmal fest und dann schlage ich oben und unten die Seiten um. Dabei schaue ich, dass das Buchbinderlein wirklich eng an der Graupappe liegt. Ich gehe hier auch unten nochmal mit dem Falzbein drüber und streiche das wirklich richtig fest. Das mache ich an beiden Seiten und du hast jetzt bei dem Arbeitsschritt die Möglichkeit, das auf zwei Arten zu machen. Entweder so wie ich das hier mache, mit einem, mit zwei Stücken, einem längeren, einem kürzeren, sodass das längere eben nur ein paar Zentimeter, jetzt hier vielleicht 2 Zentimeter, umgeklappt wird. Und ich habe jetzt eben noch das kürzere Stück, das klebe ich da jetzt nochmal drüber. Das hat praktisch die Länge fast die Höhe des Kalenders. Das setzt dann eben oben an und geht bis unten. Damit hat man ganz oben und ganz unten die Ansatzkanten. Das finde ich jetzt ein bisschen schöner. Du kannst es natürlich alternativ auch mit einem langen Stück machen, was sich dann irgendwo auf dieser Fläche überlappt. Das ist so eine Frage, was einem da vielleicht leichter von der Hand geht oder was einem optisch besser gefällt. So, jetzt habe ich von dem kürzeren Stück Buchbinderleinen auch die Rückseite abgezogen und das setze ich jetzt hier auch. Ich muss jetzt gucken, wie ich es für mich am besten halten kann. Ich würde mich normalerweise hinstellen und mich drüber beugen. Das geht jetzt natürlich nicht so gut. Also ich gucke, dass ich es jetzt hier passgenau angesetzt bekomme und lege es dann auf der anderen Seite eben auch passgenau an. Und noch ein Wort zu den Buchbinderleinen. Ich habe hier, wie gesagt, das selbstklebende Leinen gekauft. Das wird angeboten in Rollen zu 10 Metern. Da gibt es, ich glaube, 8 verschiedene Farben. Und jetzt sind 10 Meter natürlich eine Größenordnung, die man so privat eigentlich selten nicht braucht. Deswegen habe ich das auch hier wieder, wie bei anderem Zubehör, was ich benutze und das es nicht bei Stampin' Up gibt, wieder so gemacht, dass du das also in deinen Sammelbestellungen mitbestellen kannst, wenn du so ein Projekt mal machen möchtest. Da findest du auch auf der Homepage eine entsprechende Unterseite, entweder ist die schon online oder sie geht in den nächsten Tagen online, auf der ich mal das ganze Zusatzmaterial aufliste, was ich so benutze und was du eben bei mir mitbestellen kannst. So, und jetzt habe ich das hier also aufgeklebt und du siehst, das geht eben von ziemlich unten bis ziemlich oben und so hat man eben hier auf dieser Fläche keine Ansatznaht. Und jetzt gehe ich mit dem Falzbein in die Rille und streiche so vorsichtig die Rille nach. Das mache ich von dieser Seite und auch von der anderen Seite. Das führt dazu, dass sich die beiden Seiten von den Buchbinderleinen miteinander verbinden und sich eben schön in die Rille legen. Und am Ende kann man das dann einmal knicken. Und genau das Gleiche mache ich jetzt hier auf der anderen Seite auch. Das sind genau die gleichen Arbeitsschritte. Damit verbinde ich jetzt nochmal das Rückenteil oder eben die Rückseite an den Rücken. So, ich habe jetzt die zweite Seite auch miteinander verbunden. Jetzt kann ich das Ganze aufrichten und hinstellen. Das ist die Grundform des Buches. Und wenn du so weit gekommen bist, ja, dann ist die halbe Miete eigentlich schon im Sack. So, jetzt geht es weiter. Das Grundgerüst steht. Und jetzt ist es wichtig, die Arbeitsschritte in einer bestimmten Reihenfolge durchzuführen, damit man eben ja, die Magnete richtig einklebt und so weiter. Das spielt natürlich dann nur eine Rolle, wenn du halt auch diesen Verschlussmechanismus mit einem Magnet überhaupt machst. Ansonsten ist das total egal. Und jetzt geht es weiter. Jetzt beziehe ich erst einmal den Rücken, also das Rückteil und den Rücken auf der Außenseite mit dem Designerpapier, was ich mir dafür ausgesucht habe. Die Außenseite ist die hier keine Ansatzstellen hat. Jetzt ist das Buch ja auch noch symmetrisch, also jetzt kann ich mir aussuchen, welche Seite vorne, welche Seite hinten sein soll. Jetzt wird es sozusagen definiert, wenn ich bestimmtes Papier dafür haben möchte. Und ich habe mir für diesen Kalender
das Designerpapier Weihnachtslieder ausgesucht. Einen Teil für vorne, einen Teil für hinten. Und ich nehme dieses Teil für hinten und das mit den Noten für vorne. Und damit beziehe ich jetzt einmal den Rücken. Und du siehst, wenn ich das Designerpapier hier auflege, oder ich lege es mal unten drunter, dass das größer ist als der Rücken, und zwar ungefähr 2 cm an jeder Seite, damit man es noch gut umschlagen kann. So sollte das also dann ungefähr aussehen. So, und das hier ist aber, wie gesagt, meine Außenseite. Die präpariere ich mir jetzt einmal, und zwar nehme ich dafür doppelseitiges Klebeband. Damit klebe ich jetzt den Rücken voll, und ich fange hier, ja, auf dem Buchbinderleinen an, und hier lasse ich so ein bisschen Abstand zur Kante, und zwar so einen knappen Zentimeter, würde ich sagen, denn das Designerpapier, das stößt ja nicht an die Kante an, und damit da nicht hinterher noch doppelseitiges Klebeband rausguckt, lasse ich hier ein bisschen frei. Und ich mache das dann so, den zweiten Streifen, den klebe ich dann jetzt unten hin, und den mache ich hier auch ganz an die Kante, damit es da besonders gut klebt. Und dann klebe ich da jetzt noch so ein paar Streifen drauf. Die drücke ich auch nochmal mit dem Falzbein richtig gut fest, damit die auf jeden Fall schon mal gut kleben und damit sich da keine Luft drunter sammeln kann. So, und jetzt muss man sich das nochmal vorstellen, wie das hinterher sein wird. Das hier ist mein Vorderteil, das ist der Rücken, das ist das Rückteil, so soll es also stehen. Das hier ist die Außenseite. Das heißt, ich klebe das Designerpapier so auf, dass die Seite, die hinterher eben außen sein soll, mich anguckt. Und jetzt mache ich das so, weil ich ja hier noch ein bisschen Abstand habe zu dem Knick. Damit das natürlich aber überall gut klebt, gebe ich jetzt einen Streifen Klebeband über das Designerpapier, und zwar jetzt eben an der langen Kante, genau an der Kante entlang, und das sorgt dann hinterher dafür, dass da eben keine Lücke ist, dass ich mir nicht aus Versehen das Papier wieder abreißen kann. So, das ist also die Kante, die ich jetzt auf dieser Seite anklebe. Na, und da hat man dann praktisch den Streifen, und die sorgen hier für eine gute Bindung auf der Rückseite. So, jetzt kann ich überall die Schutzfolie abziehen, und jetzt mache ich das praktisch genau wie eben. Das heißt, ich richte mir hier meinen Rücken gerade aus, dass der gerade auf meiner Bastelunterlage liegt, und dann nehme ich mir das Designerpapier. Jetzt muss ich mich auch tatsächlich einmal hinstellen und richte das auch jetzt hier so aus, dass ich ungefähr einen halben Zentimeter, so 3 bis 5 mm Platz habe zu dem Knick, und dass das Papier rechts und links den gleichen Überstand hat. Und ich rede jetzt so viel und gucke aber die ganze Zeit hin und her und vergleiche, ob es gut liegt. Das gucke ich also, da beherzige ich den alten Spruch meines Vaters, 2-mal messen, 1-mal schneiden. Also 5-mal gucken, 1-mal kleben. Und dann lege ich das vorsichtig runter, sodass es eben keine Falten schlägt, sich keine Luft darunter sammelt. Und streiche das hier einmal glatt. Besonders hier auch nochmal vorne an der Kante. Und wenn ich jetzt genug geguckt oder gut genug geguckt habe, vielmehr, und das jetzt umdrehe, dann, das sieht gut aus, sollte überall ungefähr das Gleiche überstehen. So, jetzt geht es weiter, indem ich jede Seite einmal nach oben knicke. Ich mache das mit dem Falzbein und knicke hier die Seite vorsichtig so einmal um die Ecke. Du kannst es auch einfach so machen, indem du das ganze Objekt hochnimmst und so ein bisschen hin und her wackelst. Das kann ich jetzt auf der Seite nochmal machen. Also kannst du einfach so machen. Ich komme damit nicht so gut klar. Das wird bei diesen großen Teilen
wird das dann bei mir oft nicht so gerade. Also ich mache es wirklich lieber mit dem Falzbein, indem ich einfach hier an einer Kante entlang fahre und damit das Papier dann eben hochbiege. So, und dann müssen die Ecken zurückgeschnitten werden, denn so können wir das sonst nicht einklappen. Und jetzt habe ich hier, ich guck mal, ob du es so sehen kannst. Ich glaube, so sieht man es. Jetzt habe ich hier so ein kleines Rechteck oder Quadrat, was sich da gebildet hat. Und das trifft sich hier an der Ecke der Graupappe. Und jetzt schneide ich jeweils an den Seiten dieses Rechtecks entlang und schräge dabei aber die Umschlaglaschen an. Und ich schneide so, ich glaube, so kannst du sehen, dass ich ungefähr 2 bis 3 mm vor der Ecke der Graupappe den Schnitt stoppe. Also ich schneide nicht bis zur Kante. Ich zeige es dir gleich nochmal, wenn ich es rausgeschnitten habe. So. So sieht die Ecke hinterher aus. Und wofür das gut ist, das erkläre ich gleich, wenn ich es einschlage. Ich muss hier ganz schön hantieren mit diesem Riesending. Das passt gar nicht auf meinen Schreibtisch. So, jetzt präpariere ich mir die Seiten zum Umschlagen. Dafür gebe ich nochmal eine Spur doppelseitiges Klebeband genau an der Kante der Graupappe entlang bis zur Ecke und eine zweite Spur an der unteren Kante oder äußeren Kante des Designerpapiers. Und da gucke ich eben auch, dass ich das möglichst nah an die Kante kriege. So, die Schutzfolie kann dann hier auch gleich abgezogen werden. Wenn hier noch so ein bisschen Rest übersteht, klappe ich den einfach ein von dem Klebeband. So, und dann schlage ich das Papier wie eben hoch und dann fange ich in der Mitte an. Ich klebe es in der Mitte fest und ich drücke das auch wirklich richtig gut an, damit da keine Luft zwischenkommt. Ich kann dann hier auch nochmal mit dem Falzbein nochmal hinterher und drücke es dann aus der Mitte zu den Seiten immer nach oben weg, sodass das keine Falten schlägt und sich eben keine Luft darunter sammelt. Das rubbel ich auch nochmal richtig gut fest. So. Und jetzt siehst du hier an der Ecke, steht das da so ein bisschen über. Ich guck mal, ich glaube, so kannst du es sehen. Und die Kante wird jetzt eingekniffen, so nennt sich das. Da gehe ich mit dem Falzbein einmal hier vorne an der Ecke entlang und drücke das Designerpapier um diese Kante nach unten und ziehe das auch so ein bisschen nach innen. Hinterher soll das so aussehen, sodass hier diese Ecke also gut geschützt ist und da das Designerpapier einmal so rumgeklappt wurde. So, und das Gleiche wiederhole ich jetzt auf der gegenüberliegenden Seite, also auch 2 Bahnen. Doppelseitiges Klebeband. Bei diesen Einschlagsarbeiten macht man das auch so, dass man zuerst die sich gegenüberliegenden Seiten einbindet oder also entweder zuerst die Ober- und die Unterseite oder du kannst auch zuerst die Längsseite und man macht es auch auf beiden Seiten gleich. Na, also man macht es nie, dass man erst die, dann die, weil dann die Ecken hinterher einfach unterschiedlich sind. Das sieht nicht so schön aus. So, jetzt habe ich oben und unten die Seiten eingeschlagen. Jetzt mache ich das Gleiche auch mit der Vorderseite. Auch hier eine Spur doppelseitiges Klebeband an den Rand der Graupappe. Eine Spur an den Rand des Designerpapiers. Beide Ecken habe ich eingekniffen. Und auch hier schlage ich es wieder hoch, fange in der Mitte an, klappe es in der Mitte um und gehe von der Mitte zu den Seiten. Und du siehst jetzt vielleicht im Ergebnis hier bei dieser Ecke, dass die, ich glaube, so kannst du es sehen, ne? Dass die wirklich gut da um die Ecke rumgeschlagen ist, dass die ordentlich ist, dass vor allen Dingen die ganze Ecke auch bedeckt ist. Da guckt keine Graupappe raus. Ja, damit ist jetzt das Rückenteil, das Hinterteil eben des Buches bezogen. So sieht das dann jetzt von außen aus und super geworden, oder? So, das Gleiche mache ich jetzt mit dem Rückenteil. Dafür habe ich mir auch ein Stück Designerpapier zurechtgeschnitten.
Und zwar, also es kommt natürlich von der anderen Seite drauf. Das hier ist ja außen. Jetzt muss ich mal überlegen, welches ich hinten haben will. Ich nehme das hier. Und das mache ich jetzt ganz genauso. Es ist nur einfacher als das Teil. Also das, was wir jetzt gemacht haben, das war der schwierigere Teil. Jetzt wird es deutlich leichter. Jetzt mache ich das aber genau wie eben. Ich klebe doppelseitiges Klebeband. Ich lasse Abstand hier zu der Ansatzkante auf beiden Seiten. Und auf das Designerpapier gebe ich wie eben auch nochmal Klebeband. Und zwar möglichst nah an einer, also an der langen Kante und eben auch auf beiden Seiten. Dann ziehe ich wie eben auch überall die Schutzfolie ab. Und jetzt ist es bei mir nochmal besonders wichtig, dass ich mir nochmal verdeutliche, was ist vorne, was ist hinten. Ich mache das ganz ehrlich immer so, ich stelle mir das Buch hin, so wie es dann sein soll. Das ist meine Vorderseite. Ich mache es so auf, das ist meine Rückseite. Das heißt, das hier ist oben. Das lege ich mir jetzt auch so hin, dass das nach oben guckt, denn mein Designerpapier hat ja ein Oben und ein Unten. Es hat Schrift und deswegen muss ich darauf achten, dass auch das Oben und Unten richtig positioniert ist. Sonst guckt das Lied in die falsche Richtung. Und wie eben auch, jetzt lege ich mir das wieder ganz gerade hin. Ich stelle mich auch wieder hin und jetzt richte ich mein Designerpapier wieder so aus, dass das den gleichen Abstand, oh, ich muss es mir andersrum legen, sonst habe ich hier so starke Schatten, dann kann ich das nicht sehen. Also nochmal ausrichten und vielleicht bin ich da auch zu pedantisch, aber da nehme ich mir tatsächlich immer super viel Zeit, weil mir diese Hilfslinien auf meiner Unterlage halt total helfen, zu sehen, ob das Papier gerade liegt. So, und dann gucke ich, habe ich oben und unten den gleichen Abstand, guckt rechts und links gleich viel raus vom Papier. Und wenn ich das Gefühl habe, das liegt gut und gerade, lasse ich es langsam runter und klebe es einmal fest. So, und das Beziehen ist hier insofern einfacher, als jetzt keine Ecke da ist, auf die man Rücksicht nehmen muss. Das heißt, jetzt ist es easy peasy. Ich gehe hier auch einmal mit dem Falzbein so ein bisschen lang, dass das Papier schon mal weiß, dass es gleich hochgeklappt werden soll. Und dann mache ich eine Spur doppelseitiges Klebeband an die Kante der Graupappe. Hier gucke ich, dass ich das Klebeband nicht breiter mache, als das Designerpapier ist. Aber da ich hier an beiden Kanten auch noch Klebeband habe, ist das kein Problem. Gebe noch eine Spur Klebeband an die Kante des Designerpapiers. Und dann kann ich jetzt auch schon wieder die Schutzfolie abziehen und klebe das Papier fest. Und das mache ich jetzt auf der anderen Seite ganz genauso. Und so sieht dann jetzt der bezogene Rücken von hinten aus. Und du siehst ganz genau, habe ich die Mitte nicht getroffen. Also man hat auf der rechten Seite ist der Abstand ein bisschen weniger als auf der linken. Ja, ist natürlich nicht so schön, aber ist jetzt so. Kann ich jetzt nicht mehr ändern. Und die Vorderseite, die muss noch ein kleines bisschen warten. Vorher widmen wir uns jetzt nämlich dem Verschluss. Und ich zeige dir das hier nochmal an meinem fertigen Kalender. Dieser Riegel, der geht eben einmal, der ist vorne mit dem Magneten verschlossen, dann läuft er einmal über die Vorderseite und ist hier hinten eingeklebt und zwar zwischen dem Bezug der Rückwand, dem Designerpapier, das ist das, was wir jetzt gerade aufgeklebt haben, und zwischen dem Farbkarton, sodass man den nämlich dann hinterher nicht, im Grunde nicht sehen kann, wo der festgemacht wird. Und man kann das Buch ja auch aufstellen und damit dann dieser lange Riegel nicht so rumschlackert, habe ich noch einen Magneten angebracht, an dem man den dann so festklipsen kann. Und wenn man das Buch hinstellt, sieht man jetzt im Video natürlich nicht so besonders gut, dann ja, hält er sich da fest und ist nicht so im Weg. Und den müssen wir jetzt als nächstes machen, bevor wir die Vorderseite beziehen, denn hier müssen ja die Gegenmagneten drauf und die kommen natürlich unter das Designerpapier. Dafür habe ich jetzt schon mal ein Stück Farbkarton vorbereitet. So, und als erstes klebe ich jetzt mal den Riegel zusammen.
So, die Laschen habe ich jetzt einmal nach innen geklebt. Das dient nur dazu, das Ganze zu verstärken. Und damit jetzt der Riegel nicht so nur nackt und rot ist, habe ich mir das Washi-Tape aus dem Herbst-Winter-Katalog gegriffen und lege da jetzt so ein paar Bahnen drüber. Und um die Enden muss ich mir gar keine Sorgen machen. Die klappe ich einfach um. Die verschwinden nämlich hinterher unter anderem Papier. So, und der Riegel wird dann so angebracht. Das heißt, hier ist hinterher mein Vorne. Und da habe ich mir jetzt die Teile schon vorbereitet. Ich habe mir dafür aus der Goldfolie zweimal den größten Kreis mit der Stickkante ausgesucht. So, und jetzt gebe ich hier auf das Ende der Schnalle etwas Kleber. Den ersten Kreis auf. Und ich habe das jetzt auch einfach mit dem Flüssigkleber zu Ende geklebt. Da kommt also dann auf die Rückseite des Kreises auch wieder Kleber. Und der zweite Kreis wird dann passgenau aufgesetzt. So, dann kann ich den Riegel auch schon in das Buch einkleben. Dabei kommt es jetzt natürlich darauf an, auf welcher Höhe der sitzen soll. Das kann ich mir dann angucken. Ich möchte den jetzt ungefähr hier haben. Das heißt, ich merke mir jetzt hier so, bei der fünften großen Flocke will ich den ungefähr ankleben. Das kommt ja dann nicht auf einen halben Millimeter an. Dann kommt hier Tombow drauf und dann klebe ich den Riegel fest. Dafür lege ich mir mein Buch dann auch nochmal gerade, damit ich jetzt den Riegel auch gerade klebe. Das ist ja der Vorteil beim Tombow. Den kann man immer noch nachjustieren. Und ich achte außerdem darauf, dass die Falzkante ein ganz kleines bisschen neben dem Ende des Rückens ist, des Rückenteils, damit, wenn ich das nachher zumache, damit das also hier nicht dann hängen bleibt. Jetzt klebe ich als nächstes die Magnete auf, und zwar nehme ich dafür zwei von den selbstklebenden Magneten und den Gegenmagneten. Den lasse ich jetzt einfach drauf ploppen und da muss ich mir natürlich welche suchen, die dann... Na, so, der will nicht, so, der ist richtig. Die dann so zu liegen kommen, dass die Klebefläche jetzt nach oben zeigt. Da nehme ich dann auch die Schutzfolie schon ab und jetzt mache ich das Buch einmal zu, bringe ich den Riegel an, beziehungsweise drücke ihn so ein bisschen fest, sodass dann die Magneten auf der Vorderseite fixiert sind. Die drücke ich dann jetzt auch nochmal entsprechend fest. So, damit ist jetzt unser Verschlussmechanismus eingerichtet. Das kann ich jetzt also schon nicht mehr vergessen. Die Dekoration dieser Schnalle, die kann ich auch später machen. Dann habe ich jetzt nicht das Gewicht immer da dran hängen. Und bei meinem fertigen Kalender habe ich jetzt noch so als kleines Gimmick hier so ein Band reingehängt, da ist ein bisschen Klimbim dran. Das ist dann auch der richtige Zeitpunkt, um das jetzt zu tun. Bevor nämlich hier die Innenseiten verklebt werden, habe ich das hier festgeklebt. Und da mache ich jetzt auch mal schnell für den zweiten Kalender so ein Band. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich mir hier nochmal so ein Band mit so ein bisschen Klimbim vorbereitet. Das sind die Weihnachtskugeln und diese Accessoires. Weihnachtsschmuck heißen sie, glaube ich. Also solche Bänder können, glaube ich, andere Leute deutlich besser als ich. Und das klebe ich mir jetzt hier einmal in den Rücken fest und dafür gebe ich nochmal so ein paar Streifen doppelseitiges Klebeband hier oben hin. Und dabei achte ich darauf, dass ich das Klebeband nicht zu weit oben an der Kante ansetze, denn sonst guckt es nachher raus. Und dann klebe ich das so ein, dass es praktisch nach oben aus dem Buch rausguckt. Und jetzt muss ich mir überlegen, in welcher Höhe das sein soll, in welcher Höhe das hinterher hängen soll. Also wie ungefähr, so ist es ungefähr richtig, in welcher Höhe ich das einkleben muss. Und dann kommen hier die beiden Enden auf das doppelseitige Klebeband. Das, was unten noch übersteht, kann ich abschneiden. So, und jetzt kann auch schließlich die Vorderseite bezogen werden.
Jetzt ist es im Grunde egal, in welcher Reihenfolge das macht. Ich könnte jetzt auch erst hier innen die Blende aufkleben, aber jetzt mache ich erstmal die Front fertig. Und das mache ich jetzt genauso, wie ich das mit den anderen Seiten auch gemacht habe. Ich klebe das jetzt erst einmal alles mit doppelseitigem Klebeband voll. So, ich habe jetzt hier um die Magnete nochmal so einen extra Streifen Klebeband gemacht und auch schon einen wieder an die Oberkante vom Designerpapier. Jetzt ziehe ich überall die Schutzfolien ab und dann mache ich das genau wie eben. So, von außen sieht das Buch jetzt schon so aus. Haben wir doch schon mal ein ganz gutes Stück geschafft. Von innen haben wir jetzt noch die Graupappe, das müssen wir noch verkleiden. Und das kommt jetzt auch als nächstes dran. Ich habe mich jetzt für die Innenverkleidung für Olivgrün entschieden. Da habe ich mir Farbkarton passend zurechtgeschnitten. Und den klebe ich jetzt folgendermaßen auf, indem ich erst einmal eine Spur doppelseitiges Klebeband rundherum anbringe. Das heißt, auf jede Seite, möglichst nah an die Kante. Wenn ich das gemacht habe, dann ziehe ich die Schutzfolie überall ab. Und auf die innere Fläche gebe ich dann einfach noch ein bisschen Tombow. Das mache ich deswegen, weil der Tombow einfach super klebt. Das geht schneller, als hier noch doppelseitiges Klebeband zu kleben. Und der Farbkarton ist einfach dicker, da ist weniger die Gefahr, dass es sich wellt. Das ist bei dem Designerpapier eher, deswegen klebe ich das komplett mit doppelseitigem Klebeband. Und so kann ich jetzt aber sicher gehen, dass mir kein Kleber an den Seiten rausquillt. Deswegen mache ich hier nochmal einmal die Spur rundherum. Und jetzt, wie gehabt, ich lege mir mein Buch gerade hin. Ich muss jetzt hier ein bisschen mit der Schnalle aufpassen. Und dann gucke ich natürlich, dass ich den Farbkarton richtig rum ausgerichtet habe. Und den setze ich jetzt bündig mit den Kanten des Designerpapiers an. Und zwar so, dass auf jeder Seite gleich viel vom Designerpapier noch unter dem Farbkarton rausguckt. Und wenn ich das Gefühl habe, das passt so, dann lasse ich den Farbkarton runter sinken und streichen überall fest. Und ich habe das jetzt so berechnet, den Farbkarton, dass also die Designerpapierkante, die rundherum läuft, überall, zumindest in der Theorie, die gleiche Größe. So, das gleiche mache ich auf der anderen Seite genauso. So, jetzt haben die Vorder- und die Rückseite ihre Innenverkleidung bekommen. Fehlt jetzt nur noch das Mittelteil. Und hier mache ich es jetzt wieder wie außen und macht es komplett mit doppelseitigem Klebeband, denn der Rücken hält ja nichts, da wird hinterher nichts mehr draufgeklebt. Die Vorder- und die Rückseite, die müssen die ganzen Päckchen nachher halten und wenn die gefüllt sind, je nachdem was da drin ist, dann ist das ja schon ein bisschen Gewicht und da ist mir das irgendwie am sympathischsten, das mit dem Tombow zu kleben. Und jetzt kannst du dir schon denken, wie es weitergeht. Ich lege es mir wieder gerade hin. Muss jetzt in dem Fall auch wieder darauf achten, dass das Papier gerade liegt, damit die Schrift nach oben guckt. Und das habe ich so ausgemessen, dass das Designerpapier oben und unten auf der gleichen Höhe wie auch der Farbkarton anstößt. Also richte ich das auch so aus, streiche es dann nach oben glatt und gucke, dass hier die Schnüre gerade drunter liegen, drückt es besonders an der Stelle auch nochmal fest und dann hat auch der Rücken seine Innenverkleidung und damit ist jetzt der Rohling für den Adventskalender fertig. Ja, ging doch eigentlich ganz schnell, ne? War eine ziemlich einfache Sache. Bei mir sind jetzt ungefähr 2 Stunden vergangen und dann sehen wir uns jetzt zur Füllung wieder. So, da bin ich wieder. Jetzt habe ich mal fix 24 kleine Boxen gebastelt. Ja, die hatte ich schon vorbereitet. Und zwar habe ich die mit dem Envelope Punchboard gemacht. Das hat mir hier gut gefallen, weil die dann alle noch diese Klapplaschen haben. Und benutzt habe ich dafür das Designerpapier Weihnachten in aller Welt oder Weihnachten aus aller Welt, ich weiß gerade gar nicht.
und auch das besondere Designerpapier Winterfreuden. Das habe ich so ein bisschen kombiniert. Manche der Deckel sind noch aus der Goldfolie oder hier ist einer aus der Silberfolie. So, und jetzt fange ich an, die festzukleben. Das mache ich mit dem Tombow. Und zwar fange ich hier auch an einer Ecke an. Ich werde jetzt auch diese Box als erstes festkleben. Und hier sitzt der Deckel auch so gut, dass die kein Band braucht. Ich habe das so berechnet, dass die Deckel eigentlich eher ein Ticken zu stramm sitzen. Aber das hängt ja sehr davon ab, wie man genau falzt und wie man klebt. Und dann gibt es eben doch an der einen oder anderen Stelle Deckel, na, der geht glaube ich auch, die so ein kleines bisschen locker sitzen. Und die kriegen dann natürlich noch ein Band, damit der Deckel nicht abfällt. Und andere auch einfach so, weil es schön ist. Und jetzt fange ich aber mal mit der Box an. Und wenn ich gleich eine mit Band klebe, dann zeige ich dir das auch nochmal, wie ich das mache. Und grundsätzlich klebe ich die Boxen so, ich stelle die mir halt so hin, wie sie hinterher sein sollen. Und ich fange an einer Ecke an und ja, das mache ich jetzt auch einfach mal. Und ich nehme dafür, wie gesagt, den Tombow. Den gebe ich jetzt einfach einmal auf den Boden der Schachtel. Und beim Aufkleben achte ich darauf, dass die Schachtel den gleichen Abstand von der, jetzt in meinem Fall hier von der Oberkante und von der Seitenkante hat. Und zwar habe ich jetzt ja die Boxen ungefähr so hingestellt oder ziemlich genau, wie sie nachher sein sollen. Und dann kann ich ungefähr sehen, wie viel Platz ich habe. Ich lasse jetzt hier von den Seiten ungefähr 1 Zentimeter Platz und so klebe ich die Box dann fest. Wenn der Kleber so ein bisschen angezogen ist, mache ich den Deckel einmal ab. Gehe da mit dem Falzbein rein und drücke das Ganze nochmal gut fest. So, und so klebe ich mich jetzt durch die ganzen Boxen. Dabei mache ich erst die Ecken, die 4 Ecken und dann halt das Innere und kann die so immer wieder justieren und schauen, dass ich eben überall den gleichen Abstand habe. Und das klebe ich jetzt mal und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. So, ich habe jetzt mittlerweile alle Boxen aufgeklebt. Hier sind bei einigen eben Bänder dran und jetzt habe ich noch die am Rand freigelassen. Da kommt auch ein Band dran. Da möchte ich dir nochmal zeigen, wie ich das mit dem Band gemacht habe. Ich habe mir hier einfach ja, dieses Band mit dem Silberstreifen genommen. Ich habe hier ganz unterschiedliche Bänder verwendet, die ich eben noch hatte und die farblich passten. Und das Band klebe ich jetzt mit einem Glue-Dot unter die Schachtel. An die Seite, wo dann eben hinterher die Schleife sein soll. Ich habe es manchmal in der Längsrichtung oder hier in der Querrichtung, manchmal in der Längsausrichtung, also einmal rechts, einmal links, wie auch immer, angebracht. Und die Boxen selber klebe ich dann mit Tombow auf. Jetzt ist das Band erstmal fixiert. Jetzt kann ich hier auf den Boden der Box ein bisschen Tombow aufbringen. Und beim Festkleben achte ich dann eben darauf, dass ich das in die gleiche Ausrichtung klebe wie bei den Boxen, die eben schon festgemacht sind. Dass ich nach oben und unten den gleichen Abstand halte. Und dann halte ich das einen kurzen Moment fest, bis der Tombow ein bisschen angezogen hat. Nehme dann den Deckel einmal ab und gehe nochmal mit einem Falzbein in die Box und drücke sie nochmal kräftig an. Dann kann der Deckel wieder drauf, die Schleife kann gebunden werden. Ich habe bei den Schleifen die Enden ein bisschen länger gelassen, als ich das sonst tue, weil man die ja vielleicht öfter nochmal auf und zu machen möchte. Und jetzt ist der Adventskalender grundsätzlich fertig. Es fehlen natürlich noch die Zahlen. Die habe ich hier jetzt schon vorbereitet. Ich habe mir das hierbei relativ leicht gemacht diesmal und habe mir solche Aufkleber gekauft. Hier kannst du es vielleicht sehen, die 5. Der Adventskalender war so aufwendig, da hatte ich also keine Lust mehr, jetzt noch das zu stempeln mit dem Labeler-Alphabet und habe mir daher diese Aufkleber gekauft. Und jetzt habe ich das Designerpapier benutzt, was ich auch hier bei den Schachteln schon genommen habe und habe mir da jetzt einfach dann mit den Zahlen Buttons gemacht. Du kannst da dann eben auch einfach Designerpapierkreise nehmen. Also das hier ist 1 Zoll im Durchmesser. Dieser Kreis ist 1 Zoll groß und dann da eben Zahlen draufkleben oder dir Zahlen irgendwo besorgen. Da gibt es ja auch in der Weihnachtszeit immer eine große Auswahl. Und die klebe ich dann jetzt mit Glue-Dots fest. Das mache ich auch mal schnell. So, damit ist dieses Adventskalenderbuch nun endgültig fertig. Ich habe jetzt auch hier vorne die Schnalle noch zu Ende dekoriert. Einen Kreis aus dem Glitzerpapier in Silber habe ich aufgeklebt und dann habe ich aus dem
besonderen Designerpapier Winterfreuden noch einen ausgestanzt, daraus einen Button gemacht und aufgeklebt. Da kannst du natürlich einfach auch dann einen entsprechenden Kreis nehmen. Ja, und wenn man das dann aufmacht, dann sind alle Kästchen drin, es sind alle Zahlen drauf. Besonders schön finde ich ja, wie hier zum Beispiel bei meiner 15, wenn dann die Zahl, das Designerpapier der Schachtel wieder aufnimmt, wenn das dann das gleiche Design ist. Also das gefällt mir immer besonders gut. Ja, also ich finde, das Designerpapier kommt hier super gut zur Geltung. Ich bin total, ja, stolz auf das Projekt. Das gefällt mir richtig, richtig toll. Ich hoffe, du kannst was damit anfangen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Idee und freue mich sehr, wenn wir uns dann bald wiedersehen. Bis dahin. Tschüss.